So, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode. Wie ihr seht, wir haben ganz gut Geld, 38 Millionen, das ging echt schnell. Und ich habe eine kleine Anpassung gemacht an der Güterlinie hier. Und zwar, jetzt muss ich es gerade mal finden. Ja, genau. Ich habe hier die Wagen ausgetauscht. Das sollte eigentlich gleich mal kommen. Genau, gegen die hier. Ich habe ein bisschen komisches Rollgeräusch, aber da kriegen wir 228 Weizen rein. Und ich würde sagen, beim anderen Zug machen wir genau das gleiche, bei dem hier, und werden das einmal austauschen. Wir gehen hier auf Cargo. Nö, da waren sie jetzt gerade. Wo seid ihr hin? Da. Ja, hier. Bis auf 160. Fast 8 Mille. Ihr müsst euch mal das Geräusch anhören, wenn die losfahren. So ist ja noch halbwegs okay. Bremsen auch. Jetzt passt auf. Na komm. Was los? Profi-Effekt. Habt ihr das gehört? Das klingt eigentlich, als würde eine Taurus losfahren. So ganz am Anfang. Mega schräg. Naja, Ziel der Episode ist, dass wir hier einen Zug mal fahren lassen. Und ich habe das mal die Gotthardbahn getauft. Jetzt sagen wir mal einfach mal, das ist hier der Gotthard. und ich habe das hier umgebaut. Das Depot hier. Das soll jetzt eine kleine Museumsbahn hier sein. Oder beziehungsweise das Heim eines kleinen Museums. Da haben wir ein paar Donnerbüchsen. Ein paar historische Sachen, zwei alte Dampfloks. Und da habe ich einen kleinen Cinematic-Shot dazu gemacht. Und der kommt jetzt. Ja, ich hoffe, der hat euch gefallen. Ist jetzt nicht der Beste und es hat echt lang gedauert, muss ich sagen, das zu rennen. Das werde ich nicht so oft machen. Aber ja, jetzt ziehe ich mal ein bisschen mehr Liebe und ich denke, ist ganz okay. Wir werden erstmal diese Stadt hier umbauen, beziehungsweise wir werden hier mehr Straßen reinziehen. Tramgleis, Auto, das wird uns wieder Geld kosten. Sehr gut. Stadt denkt hier mit. Es muss auch gar nicht perfekt sein.
Hauptsache, die wachsen hier ein bisschen. Wenn man das hier weiterfahren. Dass man hier ein bisschen Platz schaffen. Die haben hier drüber gebaut, ne? Ist jetzt schon ziemlich hoch da. Na, das machen wir nicht. Okay, dann fahren wir hier noch ein bisschen weiter. Außer wahnsinnig wachsen kann sie eh nicht. Nachdem sie da im Tal ist. Also idealerweise ein bisschen in die Richtung da rein. Oder halt dann rüber. Da könnte man dann hier noch einen Straßenanschluss machen, dann wachsen die da. Wir werden das erstmal ein bisschen beschönigen. Oh, da geht die Bremse rund, wenn ich das mache. Okay. Gut, schauen wir uns das mal an. Spaßig, was die Stadt da machen will. Okay. Aber ich muss sagen, der Abschnitt da sieht schon geil aus, bis sie das da gemacht haben. Okay. Ich glaube, wir werden mit einer Lok fahren und dann die Wagen, weil, klar, hier steht zwar jetzt der rote Pfeil, aber wir könnten dann sagen, der wird dann reingefahren und dann fährt die Lok da hin und fährt dann so rüber, tut dann umsetzen und geht wieder zurück. Okay, aber der Busbetrieb, der muss erstmal gemacht werden. Und da nehmen wir mal, ich würde sagen, die Haltestelle. Also, von da fährt der Bus nach da. Nach, wir können es eigentlich gleich doppelt machen. Da. Und hier so rein. Okay. Also einmal so, 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 so und so. Hier, das sieht auch in Ordnung aus. Dann haben wir hier Setch Field Linie 1. Dann machen wir noch irgendwo ein Depot. Wisst ihr was, das machen wir hier hinten hin. Das passt mit der Straße nicht. Hier ist auch doof. Ach, machen wir es doch hier rein. Mal kurz anpassen. Okay. Gut. Was holen wir uns denn da für einen Bus? Was ist hier? Die können 11, die können ja, 14. Machen wir gerade die. 5 Busse. Hier bitte. Ach, die haben die Blinker da oben beim Dach. Ist mir da gar nicht aufgefallen. Schon nice. Okay. Und jetzt zum Highlight. Für die Gotthardbahn ist die Frage, was man für einen Zug nimmt. Ich meine, Durchschnittsgeschwindigkeit ist 120. Ich meine, in dem Bereich ist schon mal langsam wegen die zwei Krokodile, die 75 fahren. Und natürlich die Kurven. Ansonsten hier in dem Abschnitt können es im Durchschnitt mit 120 fahren. Ja, also muss eigentlich nicht so stark sein. Jetzt schauen wir mal, was wir da nehmen. Dich machen wir jetzt wieder zu. Ich würde ja wahnsinnig gerne die BLS-Lok nehmen. Wo ist sie denn? Da, die AE44. Ah, das würde mich schon mega reizen. Oder, oh, das wäre richtig teuer, die AE66, die Gotthard-Lokomotive. Das wird sogar passen. Da. Steht da drin, also von der SW-Universallokomotive für alle Zugartungen bis 1999, ja, auf einer Stammstrecke der Gotthard. B66,
Bis 2013 wurden alle Maschinen ausrangiert. Okay, ich würde sagen, wir nehmen die Zug. Die sind nämlich bei uns im Lokorama, momentan aber nicht fahrfähig. Und was nehmen wir denn? Die N-Wagen. Das Prototyp. Wir gehen jetzt mal nach Baujahr. Wo ist es denn? Die neuesten, das ist Schmalspur, eben dann die N-Wagen. Umbauwagen will ich eigentlich nicht. Oder ganz klassisch die SBB-Schlierenwagen. Ab 1955, wir haben es 58. Bis zu 160 km/h. Sowohl von der SBB als auch von der BLS wurden intensiv eingesetzt und fuhr im Grenzverkehr. Okay, 3, 4, 5, 6. Das sind erstmal 5 Wagen. Ansonsten, ihr bräuchte noch 2 Millionen. Ich hätte da keine gerade Zahl, aber okay. Dann. Krass, wir haben hier 6. Nice. Das wird dann die erste Fahrt auf der Strecke. Okay. Zur Gotthardbahn. Okay, das will ich jetzt irgendwie festhalten. Machen wir es mal so. Also ignoriert es mal, dass der rote Pfeil da steht. Das ist eine mega schöne Lokomotive. Vor allem mit der Verzierung. Nice. Schön. Schaut's auch die Lok an. Mit den schönen Chromverzierungen. Und die Standard-Schlierenwagen. Sieht man noch ab und zu auf der Strecke. Sind sie aber, glaube ich, weitestgehend am Ausrangieren. Also in grün sowieso. Die siehst du so nicht mehr. Okay, dann machen wir jetzt mal eine Mitfahrt. Das ist dann eh die erste Fahrt auf der Strecke. Gucken wir mal, wie das aussieht. Da habe ich jetzt noch halt für Verschubfahrten hingemacht. Und der erste Tunnel. Also schneller als 125 spielt die nicht. L4, 11. Ah, und die große Brücke. Vorankündigung für 120. Mega nice. Das gefällt mir. Und die 120er Kurve. Und das auch das 120er Schild. Sehr gut. Schade, dass das Geräusch ein bisschen generisch ist von der Lok. Ja, doch. Die Strecke ist schön geworden. Gott sei Dank haben wir das mit der großen Brücke da nicht gemacht. Wieder Vorankündigung für 120. Und ab hier wieder 120. Gut, die Fahrt ist ein bisschen zu schnell. Und da sind wir jetzt am Güterbahnhof. Also soll zumindest. Genau, da ist die Schleife, die da reinkommt. Das werde ich auch noch ein bisschen schöner machen hier. Und dann sind wir auch schon da. Und den Rest der Strecke, den kennen wir ja schon. Aber ich finde das mega nice. Einfach nur zum Testen. Kann ich dich umlackieren?
Ach du Scheiße, ich kann. Machen wir aber nicht. Du bleibst in der Originalfarbe. Wobei, wie sieht's denn aus in Schwarz? Sexy. Wisst ihr was? Das lassen wir in Schwarz, weil der andere Zug ist ja auch in Schwarz. Dann sagen wir, die SVB ist hier in Schwarz unterwegs. Hat sie natürlich nie gemacht. Glaube ich zumindest. Aber, Schwarz. Da kommt das mit dem Kopen ziemlich geil drüber. SVB, FFS. Nice, nice, nice. Nee, die muss demnächst erstmal nicht bremsen. Okay. Und ein paar Leute, glaube ich, warten schon. Ja, zwei. Traurig. Bist du hier schon voll unterwegs? Ja, 228 und die kommen auch hinterher. Nice. Von der Versorgung her, das müsste auch passen. 268, 305. Nice. Dann haben wir jetzt hier die Strecke erstmal fertig. Also hoffentlich macht ihr auch Geld, weil eben die Lok ist arschteuer. Ich glaube, wir müssen es auch sehen, was wir vom Unterhalt zahlen müssen. Wo ist sie denn? Da ist sie. Finanzen. Ja, schon mal 2 Millionen verbraten. Betriebskosten. 4, war fast 5 Millionen. Ich glaube, das kriegt die nicht rein. Sofern sie nicht voll ist. Der Nachteil von den Bergstrecken, dass es da halt nicht so schnell ist. Okay. Dann werden wir die erstmal ein bisschen klimatisieren lassen. Und dann gibt es auch ein paar Cinematic Shots für euch. So, liebe Leute, da sind wir schon wieder da. Das mit den Cinematics hat mal so gar nicht geklappt. Da muss ich ein bisschen mehr üben. Die sind schon zweimal hin und her gefahren. Wir haben jetzt 83 Personen hier drin. Und wenn ich mir hier den Bahnhof so anschaue, dann haben wir hier schon 130 Personen, also das wird richtig gut angenommen. Die Krokodil ist da gerade am Zurücksetzen und fährt dann gleich wieder raus. Das erste, was wir hier machen werden, ist hier noch einen Wagen dazu nehmen. Schlierenwagen 3, 4, 5, 6. So. Der ist jetzt aber garantiert. Ja, genau. Bitte einmal in Schwarz. Neues. Das heißt, wir haben eine Gesamtkapazität von 180 und wir verlieren Geld. Das ist ja für 4,3 Millionen, alter Schwede. Aber die sind sich wenigstens nicht im Weg. Ich habe mir auch überlegt, ob wir die Lok nicht hier reinfahren lassen. Auf das Gleis da. Und ob wir Abstellgleise hier machen. Es macht weniger Sinn. Also ich meine, wir haben jetzt 2 SBB-Züge da unterwegs, also insgesamt 4. Die könnten eigentlich alle hier reinfahren in das Depot. Theoretisch. Also ich will auch noch ein Depot machen mit echten Zügen, die wir reinfahren lassen. Diese Züge, die wir dann halt nicht mehr wirklich nutzen, dass die dann als Reserve drin sind, also nicht nur Deko. Auch wenn es arsch viel Geld kostet. Aber wenn man... Das Geräusch, ey. Wieder mal der Krokodil zu gucken. Schon ein bisschen abgedockt, ne? Aber schöne Lok. Okay, ich habe auch eingestellt, dass die 60 Sekunden hier stehen bleibt, damit die Leute hier einsteigen können. Das werden wir dann sehen, ob die soweit Gewinne macht. Generell, ja klar, macht Verlust. Painswick L1 macht Verlust, aber ansonsten schaue ich mir da an, SBB Rail Cargo, die machen 3,6 Millionen Gewinn mit den neuen Wagen. Das ist nice. Und Z-Field 2,4 Millionen. Krass, krass, krass. Also alles super. Ah, unser Depot müssten wir mal neu deponieren. Das habe ich nämlich auch einmal umgesetzt, als wir das Spiel da immer abcrashed ist. Was ist eigentlich das hier für eine Übung? Okay.
Wisst ihr was? Das machen wir hier rein. Zwar da in der Nähe vom Museumsbetrieb. Aber am besten so, dass es... Das passt doch nicht so wirklich rein. Allenfalls... nach unten sitzt. Nee. Guck mal, wie das aussieht. Nee, das sieht noch gar nichts aus. Okay, das tun wir nochmal umplatzieren. Jetzt haben wir die gleiche Höhe. Jetzt den hier. Nach wie vor doof. Noch mal eins höher. Ja, okay. Das könnten wir mal so gelten lassen. Vorerst. Okay. Da haben wir jetzt, ja, 70. Die Stadt an sich, die ist bei 607. Die ist schon bei 607. Das geht echt schnell. Und da sind wir bei 788. Okay, das nächste, was ich erstmal machen werde, ist eine Busverbindung zwischen Painswick und AC. Ich habe gedacht, dass wir da ein bisschen mehr Traffic reinkriegen. Mittelfristig hätte ich da gerne eine Zugverbindung. Aber so wie es da runter geht, wenn wir vermutlich hier so eine Schleife machen. Und dann da wieder so rein. Irgendwie so. Bei Straight können wir hier niemals runterfahren. Ich meine, schaut mal an, wie das da runter geht. Höchstens da so entlang. Da ein paar. Das könnte noch vielleicht gehen. Dass wir so fahren. Und dann später. Ja Gott, wir wollen da vielleicht weiterfahren. Dass doch ein paar Städte. Dass dann hier weitergeht. Aber vielleicht machen wir dann das hier zum englischen Abschnitt. Ja, das können wir machen. Okay, also, wir brauchen Gebäude, Personen. Ah, ich würde sagen, gehen wir in die kleinen. Wir machen einen Rundkurs, einmal da, einmal da. Und wir werden da die Straße verbinden. Ja, wo sind wir? Einmal da. Und einmal da. Und vom Kurs her werden wir hier reinfahren. Sprich, wir machen das. Autosave. Na komm. So, einmal so, einmal so, einmal so. Und hier rein. Und hat er auch richtig gemacht. Dann sage ich hier mal Postbus. Postbus. Linie 1. Perfekt. Und ich würde jetzt hier mit dem schnellsten fahren. Also schon mal von der Höchstgeschwindigkeit. Das ist eher da. 95, 70, 95. Da machen wir Altrot. 7 Fahrzeuge. Gut, als nächstes wäre die Straße dran. Weil wir wieder kein Geld dafür haben. 80, 100. Autobahnen will ich keine machen. Da ist 70 das höchste. Nö, das gefällt mir alles nicht. Alles doof.
80, okay. Ach, wisst ihr was? Gehen wir noch gerade mit 100 und machen eine eigene Busspur draus. Okay. Aber die ganzen Kurven, wenn wir sie noch rausnehmen. Lass mich hier mal kurz pausieren. Ja, Spiel, ich weiß, ist eine Hauptverbindung. Alles voll doof. Jetzt können wir so lassen und dann Busspur hier, Auto, Auto. Also ein paar Kurven will ich schon drin lassen. Mir ist auch klar, warte, was ist denn hier passiert? Nö, das geht so mal gar nicht. Dass es meine eigene Konkurrenz für später sein wird. Aber er könnte sich sicher sein, dass ich das wieder downgraden werde, wenn die Konkurrenz hier zu groß ist. Okay, schauen wir uns das mal an. Das sieht okay aus. Wir machen hier wieder weiter. Tun das hier nochmal ein bisschen in schön. Oh, ich habe kein Geld mehr. Das war klar. Jedes Mal, wenn ich das Tool nutze. Also ein bisschen mehr. Braucht sie wirklich eine Ampel? Warte mal, ist egal wie ich hier war in dieser Verkehrsansicht. Ah ja, genau. Doch hier keine Ampel. Nee. Gut, da müssten wir eigentlich noch die zwei Kandidaten da verbinden. Straßen, das kleinste. Automatisch. Klatscht mir da wieder eine Ampel hin. Haben wir jetzt sonst noch einen Anschluss vergessen? Nee. Aber eben. Keine Ampel bitte. Auch hier nicht und hier nicht. Ja, okay, passt. Ganz schön was los, verkehrstechnisch hier. Hat das schon Auswirkungen, also wenn wir jetzt hier auf die Ziele gehen? Jeder Münster, das ist. Da unten. Linienbenutzung 100%. Und Lazy Lokal 7%, Painswick 15%. Okay. Muss man warten, bis sich das verändert. Okay, also es hat schon mal Auswirkungen, dass wir da was gemacht haben. Plus 60. Ja, abwarten. Ein bisschen vorlaufen. Sind wir jetzt mittlerweile bei 104. Also es wäre noch ganz cool jetzt mit der Gotthardbahn. Ui, da sind viele Leute. Bahner 60, 75. Gotthard, ne, okay. Hier müssen wir irgendwas unternehmen. Also Linien haben wir ja nur Kilometer L2. Die passt auch. Aber ich glaube, da bräuchte man eine andere Tram. Also Fahrzeuge haben wir jetzt hier 7. Zustand sehr schlecht. 22 pro Fahrzeug. Naja, aber optisch ist jetzt nicht modelliert. Was hätten wir als Ersatz? Wenn wir jetzt hier nach Kapazität gehen.
Nee, die will ich jetzt eigentlich nicht gehen. Und ich hätte auch gern Passagiere. 1926, die hatten wir schon mal. 30 mit Beiwagen. Über 40 mit 2. Finde ich aber ein bisschen Overkill mit 2. Also ich würde sagen, da gehen wir eventuell auf hier. Es wären dann 30 hier. Oder wenn wir von der Geschwindigkeit. Vielleicht ist es doch eher besser, wenn wir auf die Geschwindigkeit gehen. Austauschen. Gehen wir mal hier auf Höchstgeschwindigkeit. Das wären eh die. Wisst ihr was? Wir tun da mal ein bisschen mischen. Die und die. Gehen wir mal mit 3 Beiwagen. Die und die 2 Dachwerbung. Und die Dach- und Seitenwerbung. Da haben wir ein bisschen Variety drin. So, da haben wir jetzt auch schon einen mit 3. Dann ist hier die Station ein bisschen entlastet. Über 40, ja, das passt. Ansonsten sind wir jetzt hier auch nicht overcrowded. Wir schauen eigentlich hier aus mit den Zielen. Nehmen wir zu 10% für lokal. Warum denn? Das ist doch eh ganz gut angebunden da. Ansonsten 100%, 100%, 100%. Sedgefield, Einkauf, 330. Finde ich jetzt noch interessant. Arbeit, 96. Gut, da bringen wir Brot hin, da Werkzeug. Hm. Aber da oben, Bauwaren. Okay, ja, werden wir sehen, wie sich das jetzt entwickelt. Also vor allem die Strecke da. Und dann würde ich sagen, ist vermutlich das hier das Neueste. Naja, wobei, wir könnten jetzt eigentlich mal schauen, dass wir die Stadt hier mal irgendwie anbinden. Also ich würde dann eventuell hier so fahren. Da so rein. Also glaube ich, macht Sinn, wenn wir hier so fahren. Das könnte eigentlich eine recht schnelle Strecke werden. Weil da geht es eigentlich nicht wirklich nach oben. Na okay, ich nehme es zurück, tut's doch. Aber da können wir sacht nach oben fahren, da eine ganz große Kurve und dann da rein. Weil da haben wir jetzt ja 442 Bewohner. Ich dachte, das wäre schon mal ein bisschen mehr gewesen. Aber gut, aber sobald wir da den ÖPNV haben, sollte das recht schnell gehen. Weil Werkzeuge kriegen die schon. Ist die Frage, ob wir das dann hier so machen und da das verbinden. Da. Ich glaube, das machen wir dann zur englischen Verbindung da. Englisch oder österreichisch hier. Und dann war das erstmal das SBB-Netz gewesen. So ungefähr. Muss ich mir noch überlegen, was wir da genau machen. Aber ich denke, das macht Sinn, wenn wir dann hier mit der Geraden weiterfahren. Auf Bodenkontakt, also Bodenhöhe hier so weiter. Dann muss das hier weg. Ich sehe, ich habe hier den Straßenanschluss auch nie gemacht. Gut, kommt dann in der nächsten Episode. Ja, hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr Anmerkungen habt, gerne in die Kommentare. Und wenn es euch gefallen hat, gerne ein Like. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.